Hier ist Karen mit deinem Soul Talk Podcast. Ich inspiriere und ermächtige selbstständige, feinsinnige und sensitive Frauen und Mütter, auf ihren Transformationsreisen zu ihrer Klarheit und Verbindung zu finden, damit sie in tieferer Erkenntnis ihrer inneren Essenz, ihrem wahren Selbst, ein erfüllteres Leben und Business führen, das ihnen wirklich entspricht. Dafür stelle ich einen hochfrequenten energetischen Raum der Liebe und Wertschätzung zur Verfügung, damit sie ermutigt durch Ängste, Zweifel und erlernte Muster wandern, um ihre innere Wahrheit kraftvoll umsetzen zu können. In dieser Staffel teile ich Kapitel aus meinem neuen Buch Book of Love, in dem sich alles darum dreht, wie du durch Soul Leadership deine Sehnsüchte erfüllst, zu dir nach Hause findest und deiner Bestimmung wirkungsvoll folgst. Hey, hier ist Karen. Heute mit dem weiteren Teil des Kapitels Dein göttliches Betriebssystem. Und da die untere Rubrik heißt Hilfe zulassen. Es gibt Situationen im Leben, in denen du dich so ohnmächtig fühlst und einfach nicht in der Lage bist, deine innere Kraft und Klarheit zu erkennen. Es gibt Situationen, da fühlst du so viel Überforderung und Unruhe in dir, dass du nicht mehr unterscheiden kannst zwischen Kopfgedanken und Herzwahrheiten. Es gibt Situationen, da klebst du in der alten Opferrolle und dem Gefühl der Starre und Energielosigkeit fest und kommst allein nicht weiter. In solchen Lebensphasen scheint es dir dann auch wirklich nicht möglich zu sein, über den Tellerrand deiner überladenen Festplatte zu schauen. Du wurschelst dich mit schwacher Energie durch deinen Alltag, mit Familie und oder Job und versuchst, deine Aufgaben zu bewältigen. Hey, hallo, du bist ein Mensch. Du übst und sammelst Erfahrungen. Vielleicht jetzt gerade die, dass du im tosenden Meer deiner eigenen Emotionen und Gedanken unterzugehen drohst. Wenn dem so ist, dann gestatte und erlaube dir Hilfe, damit deine Festplatte bereinigt wird und du wieder Zugang zu deinem göttlichen Betriebssystem erhältst. Hilfe, damit dein Samenkorn vom alten Schlamm freigeschaufelt wird und dann einen Platz erhält, an dem es mit deiner guten Fürsorge gesund wachsen kann. Hilfe, um in die Klarheit zu kommen und die nächsten Schritte wieder in einer natürlichen Haltung der Neugier, Offenheit und Leichtigkeit gehen zu können. Hilfe von einer liebevollen, wertschätzenden und wissenden Begleitung, die für dich einen energetischen Raum und ein Feld kreiert, in dem dein innerer Wachstum zu neuen Erkenntnissen und neuem Bewusstsein sanft, klar, liebevoll und gleichzeitig kraftvoll erfolgen kann. Begleitung, die für dich in dem Moment einfach stimmig ist. Heute, liebe Seele, hast du die Wahl. Hörst du? Vielleicht oder wahrscheinlich hast du das schon x-mal gelesen und gehört. Vielleicht warst du in bestimmten Augenblicken schon so richtig genervt davon, weil das mal eben Happy Sein bei dir nicht so funktioniert hat. Da bin ich voll bei dir. In Momenten, in denen du Überforderung, Unklarheit, Hilflosigkeit, Kraftlosigkeit, Wut oder Trauer spürst und da mittendrin steckst, da scheint es ja keinen Ausweg zu geben. In diesen Momenten bist du voll und ganz mit angenommenen Programmen unterwegs, die lange unbewusst in dir wirkten. Diese alten Emotionen oder alten Gedankenschleifen scheinen dich gefangen zu nehmen und fremd zu steuern. Das Gefühl, in dem du dann feststeckst, ist eine Abspeicherung aus früheren Tagen deines Lebens. Es gaukelt dir vor, komplett du zu sein. Dabei bist du nur identifiziert mit diesem Programm. Und natürlich den dazugehörenden Wahrnehmungen, Gefühl, Gedanken, innere Bilder. Es ist an der Zeit, dass du neue Entscheidungen triffst und dein inneres Betriebssystem wieder auf den in dir göttlich angelegten Kurs ausrichtest. Ja, und weil es an der Zeit ist, drückt der Schuh dich jetzt so richtig. Es ist Zeit für deinen nächsten Wachstumsschritt. Du darfst jetzt erkennen, dass du im Hamsterrad drehst und es genau in diesem alten Kreislauf keine Lösung geben wird. Das Leben führt dich an diesen Punkt der
scheinbaren Ausweglosigkeit, damit du bewusst erkennst, wo du stehst. Bewusst heißt hinschauen, wahrnehmen und nicht wegschauen. An diesem Punkt helfen dir wahrscheinlich keine positiven Affirmationen, die du sowieso nicht fühlen kannst. Im schlimmsten Fall machen dich diese nur wütend oder traurig und du ertappst dich bei dem Gedanken der Selbstverarschung. So wird es dann auch keinen gewünschten Erfolg bringen, wenn du vor dem Spiegel stehst und dir wiederholt sagst, ich bin glücklich, ich liebe mich, ich ziehe Glück an oder ich kann alles kreieren, etc. Versteh mich bitte richtig. Affirmationen können sehr, sehr kraftvoll sein und dir helfen, deine Energie in die gewünschte Richtung zu lenken. Sie sollten jedoch weise gewählt und nur für dich in dem Moment auch stimmig und vor allem fühlbar sein. Mich persönlich stimmte es in bestimmten Lebensphasen noch trauriger, wenn ich Affirmationen vor mich hin murmeln sollte, die ich gar nicht fühlen konnte und die Lichtjahre von meinem aktuellen Zustand entfernt schienen. Ich erinnere mich an eine Situation, in der ich wirklich Hilfe brauchte und die Bitte um Hilfe auch aussprach. Eine sehr liebe Person begleitete mich in einer Session und als wir zu dem Thema Affirmationen kamen, wurde ich so unsagbar tief traurig, da ich einfach nur sein wollte. So sein, wie ich eben in dem Moment mit allem war. Ich wollte das Gefühl nicht wegdrücken. Erschöpft und leer vom Geben in meiner Funktion als Mutter in einer sehr turbulenten Lebensphase. Ich wollte nichts tun müssen. Keine bestimmten Gedanken denken, meinen Kopf steuern oder sonst was. Es war ein Lebensmoment, in dem ich einfach nur mit all dem, was war, angenommen werden wollte. Ich wollte so, wie ich da war, verstanden, gesehen und wertgeschätzt werden. Also halte ich nichts von runtergesprochenen Affirmationen, die emotional keine positive Verankerung in dir auslösen. Vielleicht hilft es dir, wenn du es wagst, dich so, wie du da gerade bist, vor den Spiegel zu stellen, falls du den zur Verfügung hast. Das mit dem Spiegel gilt es erst einmal auszuhalten. Wie siehst du aus? Was siehst du, wenn du gerade in Überforderung, Erschöpfung, absolutem Stress, Druck oder was auch immer festhängst? Dort schauen dich vielleicht leere, müde, traurige Augen an. Deine Haut mag vielleicht sogar grau erscheinen und dein Gefühl der Leere, Traurigkeit, Müdigkeit, deiner Enttäuschung, deines Frusts, was auch immer es ist, strahlt für dich sichtbar durch jede Pore deines Seins. Da siehst du es, es schaut dich an, durch dein Gesicht. Schrecklich, oder? Sehr unattraktiv und schwer auszuhalten. Trau dich. Schau dich mutig an und versuche ab heute mal etwas Neues. Mach dir bewusst oder erlaube dir diesen Gedanken zunächst einmal, wenn du göttliche Schaffenskraft in dir verankert hast, also von Anbeginn deines Lebens hier auf der Erde, dann kannst du jetzt auch wählen. Das ist jetzt vielleicht ein ganz neuer Gedanke für dich oder es ist jetzt erst der Zeitpunkt, dass du offen bist, diese Information wirklich tief in dir aufzunehmen. Denke daran, das Potenzial der Schöpferkraft und damit des Wachstums ist in deinem inneren Betriebssystem oder dem goldenen Samenkorn angelegt. Darüber haben wir in der vorigen Episode gesprochen. Immer. Es gehört in deine Grundausstattung für das Leben auf der Erde hier. Akzeptiere diese Grundidee und schau dir einfach tief in die Augen. Ein Blick in den Spiegel, ein Blick in deine Seele. Atme. Schau und fühle. Bitte nimm jetzt einfach mal all deine Gedanken bewusst und möglichst neutral wahr. Verurteilst du dich? Bewertest du dich? Lass sie ablaufen, deine Wahrnehmungen, bewusst. Es will von dir betrachtet werden. Sei jetzt einfach achtsam mit dir. Du hast nichts falsch gemacht. Schau es dir an. Es ist okay. So ist es eben gerade. Es darf. Es ist gut, dass es jetzt im wahrsten Sinne des Wortes ans Licht kommt.
Nimm es an, wie es gerade ist, und fühle, was gefühlt werden will. Übe präsent mit dir zu sein. Und wenn du magst, dann schreibst du intuitiv vielleicht einfach mal auf, welche Gedanken dir kommen. Je nachdem, was so deine Art ist. Es geht einfach zunächst darum, dass du im ersten Schritt überhaupt wahrnimmst, welche Gedanken und Gefühle dich aktuell in deinem Leben bewegen und in dir ablaufen. Wahrscheinlich zeigen sich Gedanken und Gefühle, die seit langem unbewusst in dir wirken. Sie gehören zu einer frühen Programmierung. Deine Seele, dein göttliches Betriebssystem, wie immer du es nennen möchtest, möchte, dass du sie erkennst und heute bewusst neu wählst, um in eine Verbundenheit mit deiner ureigenen, vitalen und erfüllenden Lebensenergie zu gelangen. Schau dich einfach noch einmal an. Lass alles in dir denken, was gedacht werden will. Achte deine Gedanken. Fühle, was immer an Gefühlen gerade da ist, und lass sie da sein. Wenn du mit dir sprechen willst, tu das und achte bewusst auf die Worte, die da aus dir heraus wollen. Achtung, bewusst heißt nicht Kontrolle. Du bist einfach nur wach im Umgang mit dir selbst. Dann schau dir wieder in die Augen. Sieh dich an, so wie du gerade bist. Es ist nichts Schlimmes daran. Vor allem nichts Endgültiges. Es ist eine Momentaufnahme, die du gerade jetzt bewusst wahrnehmen kannst. Ja, mag sein, dass du gerade furchtbar aussiehst. Noch einmal, das Leben, deine Seele, hat dich an diesen Punkt und zu dieser Wahrnehmung gebracht. Nicht, um dich zu bestrafen, sondern um deinen inneren Antrieb zu stärken, bewusst eine Veränderung zu erlauben und einzuleiten. Also, es ist dir jetzt gerade bewusst und damit präsent in deiner Wahrnehmung. Yeah! Nein, ich mache mich wirklich nicht lustig über dich. Du bist an diesem Punkt geführt worden, damit du jetzt die Wahl treffen kannst. Welche Wahl? Erinnere dich. Du hast als erwachsener und wacher Mensch die Wahl, eine neue Entscheidung zu treffen und damit in die Rückverbindung zu deinem göttlichen Betriebssystem zu gehen. Versuche anzunehmen, dass alles, was jetzt ist, von dir mit erschaffen wurde. Die meisten unbewussten Programme sind Co-Kreationen oder Co-Abhängigkeiten durch die Verbindung mit Eltern, Geschwistern, Freunden, Partnern, Kollegen und so weiter. Wenn du jetzt denkst, ja, aber ich weiß doch nicht, was ich jetzt genau machen soll, dann beginne damit, dir diese neue Grundhaltung mental zu erlauben. Das ist bereits ein richtig großer Schritt in eine gute Richtung. Deine Schöpferkraft gehört zu deiner inneren göttlichen Grundausstattung. Wenn du dieses Denkmodell in dir annehmen kannst, dann ist das ein riesiger Schritt zu einem neuen Bewusstsein und einer ganz neuen Lebensqualität für dich. Du bist Schöpferkraft. Ganz gleich, ob du davon weißt oder auch nicht. Übrigens auch in diesem Moment. Du bist damit bereits auf die Erde gekommen. Sie ist nicht trennbar von dir. In Lebensphasen mit unangenehmen Gefühlen oder nervenden Gedanken, die dich unter Druck setzen, bietet dir deine Seele die Chance, eine neue Wahl zu treffen, damit du den optimalen Nährboden für deine persönliche Lebens- und Potenzialentfaltung kreieren kannst. Wie das geht, fragst du schon wieder ungeduldig. Schritt 1, Ungeduld rauslassen. Mach dich weich für die Annahme dessen, was gerade ist. Wirklich, wirklich, mach dich innerlich weich dafür. Atme und fühle. Sei bewusst in dem Moment. Schritt 2, wähle das Fundament der Liebe. Wähle die Verbindung mit deiner Essenz, mit deinem inneren Kern. Treff die Entscheidung für ein neues inneres Commitment mit dir selbst. Entscheide dich jetzt für die Verbindung mit deiner Essenz, die untrennbar und unzerstörbar mit dir verbunden ist. Ja, und entscheide dich innerlich wirklich frei zu sein und deinen ureigenen Weg gehen zu dürfen, zu können,
zu gehen. Entscheide dich für neue Erfahrungen und Wahrnehmungen aus dem Fundament der Verbundenheit, des Mitgefühls und der Wertschätzung, auch mit dir selbst. Weißt du, jeder Mensch, auch ich, trifft diese Wahl bei Wachstumsschüben erneut, immer wieder. Und wenn ich das kann und andere auch, dann kannst du das auch. Es ist wahrhaftig, dass dich viel mehr ausmacht als das Menschsein hier auf der Erde. Wenn dieses Buch jetzt in diesem Moment im also als Podcast zu dir gefunden hat, dann gibt es einen Teil in dir, der mit diesen Worten in Resonanz geht und weiß, fühlt, ahnt, sieht, dass an dieser universellen Wahrheit etwas dran ist. Du bist wahrhaftig Liebe. Du bist wahrhaftig Licht. Du bist Bewusstsein, Seele. Treffe die Wahl der Rückverbindung zu dieser deiner Essenz, zu dem göttlichen Samen, der alles Wissen, alle Impulse und Inspirationen, die du für dein Erdenleben brauchst, für all deine nächsten Schritte, für deinen individuellen Seelenweg oder vielleicht magst du lieber Herzweg sagen, in dir hat und nur darauf wartet, dieses Wissen von dir in gelebte Weisheit zu verwandeln. Da du ein Mensch bist, darfst du dir für die Neugestaltung, Rückverbindungsmetamorphose oder Transformationsphase Hilfe holen oder und Seelenzeit gönnen. Das ist total in Ordnung und manchmal sogar ein wichtiger Lernschritt, Hilfe anzunehmen und darum zu bitten. Das habe ich an einigen Punkten in meinem Leben auch getan und bin super dankbar für wunderbare Lehrer und Wegbegleiter, die mir in sehr intensiven Transformationsphasen energetisch und menschlich einen Raum geboten haben, in denen ich vertrauensvoll und mit offenem Herzen altes Verhalten, alte Verletzungen, Musterprogramme ablegen, um mich zart und innerlich sehr empfindsam für den neuen Weg öffnen konnte, um dann die ersten Schritte in einer geschützten Umgebung gehen lernen zu können. Nochmal, dein Verstand und vor allem deine alte Programmierung versteht gar nicht, wie das gehen soll. Dein Verstand kann all das, was ich da gerade für dich so erzähle, gar nicht zuordnen. Er versteht einfach nicht, wie das funktionieren soll mit dem Thema Wählen und Neuentscheiden. Du lieber Mensch, das kann er auch nicht. Dein Verstand kombiniert seine Erkenntnis aus dem erlernten und programmierten Wissen der Vergangenheit und sucht dort nach einer Logik, einem bekannten Muster oder einer Lösung. Für ihn heißt es hier Access Denied. Wenn du bereit bist, dein ursprünglich in dir veranlagtes Schöpferpotenzial ans Licht zu holen, dann ist da ein unendlich weites Wirkungsfeld, das sehr weit über das Know-how deines Verstandes hinausgeht und dir den Weg zurück zur wahren Liebe weist. Hand in Hand mit deiner Seele deinen innerlich freien, erfüllten, wahrhaftigen, klaren, kraftvollen, inspirierten und friedlichen Weg zu gehen, dann weiß dein Verstand nicht, wie das geht. Es ist der Weg im Einklang mit deiner in dir veranlagten Essenz und nicht der Weg des Verstandes oder der alten, erlernten Programme und vermeintlichen Sicherheiten. Das geht so aber nicht, sagt dein Verstand und hält alarmierend ein Schild hoch, auf dem groß Angst steht. Er will sofort die Lösung sehen. Nein, er muss jetzt sofort die Lösung sehen und aktiv eine Veränderung einleiten. Er meint, etwas tun zu müssen. Das ist für ihn existenziell notwendig. Müssen, sollen. Er will direkt umsetzen und droht wirklich mit fieser Angst, wenn keine Lösung abrufbar ist. Zur Erinnerung. Erkenne an, dass du alles, was du gerade in deinem Leben erfährst, selber miterschaffen hast. Wenn auch zum größten Teil unbewusst und meist schon sehr, sehr früh. Nimm deine Emotionen und Gedanken wahr, die dir vorgaukeln, dass du nur aus diesen bestehst und keine Wahl hast, da rauszukommen. Erkenne bewusst, dass du mitten in einer alten Programmierung steckst. Nimm es an und triff innerlich die Wahl, dich neu entscheiden zu können. Entscheide dich für ein Leben in Liebe,
Entscheide dich für Erfahrungen, die aus der Ebene der Wahrhaftigkeit, Wertschätzung und Verbundenheit herausgemacht werden. Entscheide dich für Wahrnehmungen aus dem Fundament der Essenz deines inneren Kerns. That's it für den Moment. Übergebe das Wie in die Hände deiner Seele und begehe deinen Alltag weiter. Atme. Gönne dir Momente der Ruhe und atme immer wieder bewusst, wenn die Angst dich zu blockieren scheint. Geh aus dem Kopf, ins Gefühl und präsent in dem Moment. Frag dich, wie du jetzt etwas Gutes für dich selbst tun kannst. Frage dich, wie du den kleinsten Minischritt für dich heute umsetzen kannst und vertraue in die Weisheit deiner Seele, dass du, wenn auch nicht gleich, dann später intuitive Impulse erhalten wirst. Vielleicht gehst du kurz in die Natur, schenke deiner Seele, vielleicht sagst du Spirit, Gott, Licht, Engel, Universum, wahres Selbst, hohes Selbst, wie auch immer. Schenke ihr Vertrauen. Triff diese Wahl für die Liebe immer und immer wieder, wenn du bewusst einen emotionalen Zustand wahrnimmst, der dir nicht gut bekommt und dich spürbar vom Quellstrom deiner strahlenden Lebensenergie abtrennt. Mit jedem weiteren Mal der Neuentscheidung für die Verbundenheit zur Essenz, der Liebe in dir, nährst du den goldenen Samenkorn und die Verbindung zu deinem kraftvollen, klaren, inneren Betriebssystem, welches dich Schritt für Schritt auf, und zwar sehr souverän, auf deinem Weg in deinem Rhythmus führt. Du kannst natürlich auch eine eigene Affirmation schreiben, die aus dir herauskommt, also was Intuitives, weil das dann wirklich deins, also was ganz Einfaches wäre, alles ist gut. Ich wähle den Weg der Liebe. Ich vertraue meiner Seelenführung. Lasse die Gefühle und Gedanken fließen. Oder ein weiterer Impuls. Ich danke meiner Seele für Hilfe, die ich dankbar und offen annehmen kann. Ich danke für wahre Impulse, wie ich in meinem Alltag und Business so sanft und liebevoll wie möglich mit mir umgehen kann. Wenn mich das Leben gerade mal wieder durch hohe Transformations- oder Emotionswellen surfen lässt. Ich danke meiner Seele, dass ich Mut, Glaube und Vertrauen in meine innere Führung habe, in meine Intuition, die zu meinem höchsten Wohlergehen erfolgt und natürlich auch dem höchsten Wohl meiner Mitmenschen. Ja, das war's erstmal für heute mit dem zweiten Teil von dem göttlichen Betriebssystem. Ich danke dir, dass du zugehört hast und freue mich aufs nächste Kapitel mit dir. Da ich hier quasi ins Off funke, bin ich natürlich super happy, wenn du irgendwie eine kurze Bemerkung irgendwo auf einer Plattform für mich hinterlässt, wie dir der Podcast hier gefällt, ob du Resonanz, Impulse, Inspiration. Ja, und hier nochmal zusammengefasst für dich, worum ging es in diesem zweiten Teil vom göttlichen Betriebssystem? Es ging darum, wenn es mal wieder alles zu viel ist und das Leben dich beutelt mit deinen Gefühlen, vielleicht auch Körperlichkeiten und Gedankenschleifen und du kommst irgendwie nicht raus aus irgendwelchen Zuständen und siehst einfach kein klares Licht am Ende, dann geht es nicht darum, wegzurennen, sondern dich genau dem zu stellen. Also wirklich irgendwie schaff dir Ruhe, geh in die Natur, mach eine Meditation, was immer da deins ist. Da kommen auch noch viele Impulse dazu. Und nehme an, was gerade gefühlt werden will. Beobachte deine Gedanken, lass sie fließen, sei Zuschauer, werde dir bewusst, was da in dir passiert. Das ist das, was dein Geschenk ist, dass du das erkennen kannst jetzt. Es nervt dich so doll, dass du jetzt wirklich bitte nicht weiter rennst, sondern innehältst und genau das bewusst präsent in dir ablaufen lässt. Dazu haben wir diese Spiegelübung, die ich dir ein bisschen erläutert habe. Ja, und das nächste Mal kannst du dich freuen auf das Kapitel Seelenruf.
The Point of No Return. Das war's für heute. Ich verbleibe mit ganz lieben Grüßen, deine Karen. Deine Träume still vergraben. Der letzte Zug scheint abgefahren. Dass noch was geht, fällt dir so schwer. Wenn da nicht diese Sehnsucht wär, wofür brennst du? Was bringt dich zum Leuchten? Was